Willkommen bei mir, dem Thorsten Agathoto, beim Clan True Warriors. Ja, das vorletzte Mal im Jahr, wo ich diesen Spruch bringe. Und ich bringe diesen Spruch aus dem letzten Clan-Krieg, aus der kleinen, aber feinen True Warrior-Familie hier, aus dem Clan True Warriors 2. Denn ich finde, der Clan hat es wirklich verdient. Wir haben diesen Clan ja erst dieses Jahr gegründet. Und ihr habt das sicherlich in meinen Videos verfolgt. Der Clan hier ist ja, kann man nicht anders sagen, ist ja wirklich gut drauf. Immer noch keine 100 CKs, ihr seht das hier, Total 99 und wir sind echt weit gekommen, kann man nicht anders sagen. Wirklich, wirklich super und deswegen gönne ich uns einfach nochmal einen Clankrieg bzw. einige Clankriegsangriffe hier aus dem laufenden Clankrieg. Was ich natürlich machen möchte, ich möchte mit diesem Account auch angreifen, also mir selber gönne ich so ein bisschen den letzten Clankriegsangriff des Jahres. Und ihr seht das hier, ich habe auch eine volle Armee, aber wir gehen mal in den laufenden CK rein, denn wir haben so ein bisschen kleinere Probleme, die zähle ich euch gleich auf. Und ich habe auch selber schon wieder ein Problem, denn so ein bisschen wurmig bin ich auch hier. Die Leute greifen hier wirklich zügig an, ihr seht das ja, wie lange der CK noch läuft. Und wenn ich jetzt aber mein Team mal betrachte, ich weiß, der Chief sollte eigentlich gar nicht mehr mitgenommen werden. Der Knockout ist schon raus, weil er nichts mehr reißen kann. Der hockt schon bei TW1, da probieren wir gerade was. Aber hier unten, hier so Boss und Kevin King 2 machen ganz schnell 10, 11, 13, 12. Ja, dann war es das hier für den Chief. Das finde ich immer ein bisschen schade. Der Slenderman konnte noch zumindest 3 Sterne hier auf die letzte Base holen und mit dem fange ich eigentlich auch an, denn mit dem habe ich vor kurzem auch schon mal angefangen, wo ich gesagt habe, ich finde das nach wie vor sehr, sehr gut, dass hier unten in den Bereichen die Truppe genommen wird, die man später auch nimmt, nämlich so ein bisschen Erdtruppe. Und er kommt hier also mit so ein paar Riesen nur rein, 22 Magiern, 18 Hogrider auf 2, sehr, sehr schick hier. Und ich gehe für euch, vor allen Dingen für die Handybenutzer, einfach mal ein bisschen näher rein. Ich glaube, dann seht ihr das ein bisschen besser. Und ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen wurm. Ich werde allerdings gleich auch, was heißt gleich, in a few seconds, also in ein paar Minuten, meinen zweiten Angriff oder meinen überhaupt ersten Angriff erstmal machen. Hier, ihr werdet dann den Base sehen und ich schwenke dann auch live hier aufs Tablet, also auch nochmal zum Jahresabschluss hier, zum Jahresabschluss CK, den ich euch aus diesem Clan hier zeige, nochmal ein Live-Angriff von mir mit Rathaus 10. Das habe ich ja in diesem laufenden Jahr ganz, ganz wenig gemacht. Überhaupt mal live, was mit meinem RH10er, also mit, damals war es ja noch, was heißt da, damals war es ja noch der Thorsten-Account, habe ich relativ wenig Live-Angriffe gezeigt, weil da musste ich mal ein bisschen mehr Konzentration haben, so ganz weg von diesem Aufnehmen oder Stream. Und deswegen habe ich dort immer sehr, sehr spät angegriffen. Das sah man dann nicht. Das habe ich dann meistens erst in den Wiederholungen gezeigt. Aber ich denke mal hier, ein schönes Ding hier vom Slenderman auf die 15. Also 15, 15. Der Slenderman ist auch verdienterweise endlich mal ältester geworden hier. Ich habe hier mal so ein bisschen die Tage, die Ranks bearbeitet. Und da fiel er auch mal drunter. Ich glaube, lange dauert es auch nicht mehr. Dann haben wir den Slenderman hier auch auf Rathaus Level 8 und sehen hier sicherlich noch hoffentlich einiges mehr. Denn hier gibt es natürlich auch viel Zulauf, Weglauf und finde ich sehr, sehr gut. Im Moment sind wir hier 50 auf 50. Also Clan ist full hier. Kommt keiner mehr rein. Es kommt auch keiner mehr raus. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber ist eine tolle Truppe geworden hier. Ich freue mich und ich denke auch, den Hocke freut es hier, denn es ist nach wie vor, ihr müsst das nicht verkennen. Ich sehe immer wieder Anfragen, Toto, kannst du mal, ich komme nicht in den Clan rein und. Keiner dieser Clans gehört mir. Keiner. Ja, ich bin hier nur ein ganz normaler Member, die machen mich hier immer zum Ältesten oder manchmal sogar zum Vize. Und aber keiner dieser Clans gehört irgendwo Toto. Mein Clan ist der Clan Herausforderer, das ist mein Community-Clan und da werden wir sicherlich nächstes Jahr auch wieder einen schönen Community-Clan spielen, Clan-War spielen. Also ich denke mal auch nicht nur einen, sondern auch vielleicht zwei oder drei im
laufenden nächsten Jahr, denn das war, glaube ich, eine gelungene Aktion. Und das schreit natürlich auch sicherlich nach Wiederholung. Ich denke, euch freut das auch, dass ich so ein bisschen wieder, ja, ich habe so ein bisschen was im Plan. Das werdet ihr morgen in jedem Fall mal in der Folge hören, was ich eigentlich so ein bisschen weiterspinne hier mit dem Kanal. Auch so ein bisschen Resümee hier dieses Kanals hier mal ein bisschen hören. Einfach mal auch mal ein bisschen Zahlen und Fakten. Also am 31. gibt es nochmal eine ganz Piano-Folge so zum Mittag hin für euch, bevor es dann in den Jahreswechsel geht. Und da plaudere ich einfach mal so ein bisschen aus dem FF raus. Also so ein bisschen, ja, was war, was ist gewesen, was kommt, was wird. Und wie geht's eigentlich weiter? Was hab ich so im Plan? Was plant Supercell? Ja, Supercell plant natürlich das Spiel hier weiterzuentwickeln. Und im Dezember hat die Spiel ja nochmal eine richtig coole Entwicklung gehabt, keine Frage. Aber schönes Ding hier, ja. Auch wenn es mich ärgert, vom Kevin hier auf die Nummer 14, nee, 13 war es, glaube ich. Wir haben hier jetzt 13 auf 10. Ja, das ist natürlich so ein. Ja, ist eigentlich auch eine schöne Base für den Chief gewesen, aber ich hatte gesagt, die sollen den Chief nicht mitnehmen, denn den bespiele ich im Moment gar nicht. Das ist mein RA8-Account, da switche ich so gut wie gar nicht drauf. Ich glaube, ich bin in der letzten Woche nur einmal auf den Chief gewesen und hab da auch noch vergessen, den dann rot zu stellen. Das ist natürlich dusselig von mir, also es gebührt dem Clan jetzt kein Ärger oder so, das ist einfach nur mein Bock, den ich da verpower. Und deswegen, ja, ich greife einfach nicht an mit dem Chief. Die können mich hier oder nur Hocke kann mich hier kicken. Ich glaube, er will es auch nicht machen. Und dann gehe ich halt mit dem Char woanders hin. Aber ich glaube, er will es nicht. Wird es trotzdem nicht tun. Und wir haben hier in diesem Jahr bei den True Warriors auch viele, viele schwere Klagenkriege gehabt. Immer gegen, ihr habt das ja so ein bisschen, ich meine, wer den Kanal so ein bisschen verfolgt hat, ihr habt gesehen, wir haben hier mit diesem Clan hier fast immer zweistellige Gegner gehabt, also die immer Clan Level 10, 11 waren. Ich glaube, wir hatten sogar mal einen 13er Clan dabei und haben echt dagegen gestunken. Und das fand ich eigentlich so faszinierend hier. In TW1 geht es da schon ein bisschen anders ab. Viel, viel knapper die Clan-Kriege. Irgendwann wird das hier auch so sein. Lass uns erstmal Clan Level 10 sein hier. Dann sieht das hier auch anders aus, aber es gibt hier schon so viele Leute, die auch schon so lange dabei sind, fast, also ganz, ganz oder einige sind hier wirklich der ersten Stunde dabei und das beeindruckt. Aber ich denke mal, das ist auch eine aktive Truppe hier, auch wenn der ein oder andere mal schreibt, ich habe gehört, ihr seid so ein bisschen die inaktiveren TWs. Nee, das glaube ich nach den Clanspielen hier nicht mehr, denn das ist hier eine richtig geile Meute, die so richtig heiß ist auf gewisse Sachen. Und wenn ihr so zwei, drei Folgen mal zurückguckt, TW2 war mit den 4-Tages-Clanspielen nach 16 Stunden fertig, dann wisst ihr, wie es hier eigentlich abgeht. Und auch jetzt glaube ich, ich kann ja mal live reingucken. Ah, okay, während des Aufnehmens hier sehe ich es jetzt gerade nicht, aber ihr seht das hier 12 von 50 und dass ich sehe, ich hätte fast gesagt, das ist dauerhaft. Ja, das ist nicht ganz dauerhaft, aber es ist so ein bisschen der Schnitt hier. Klar, wir haben immer Ferien, wir haben Weihnachtsurlaub und sehen hier aber den Hocke mit seiner typischen Kombi. Ja, aber ihr seht das hier, ja, also der Ragnar 15er Heldenkombi, hallo, da ist ja was gelaufen in diesem Jahr. Auch das mal so, ich empfehle euch einfach mal so ein paar ältere Folgen von mir zu gucken, die so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wegliegen, auch hier aus dem TW2 Clan, da werdet ihr sehen, dass auch der Ragnar hier eine Entwicklung mitgemacht hat und das ist natürlich super, also fast alle hier oder sehr, sehr viele hier machen hier einen super Job, spielen hier tolle Clankriege, spenden hier wie die Irren, sind vor allen Dingen sehr, sehr nett zueinander. Ich habe hier noch nie Ärger erlebt im TW2, also im TW1. Da fetzen wir uns schon öfter mal so ein bisschen. Aber hier im TW2, das liegt sicherlich so ein bisschen auch an den Winds.
Aber auch wenn wir hier nicht gewinnen, sind alle immer guten Dinge. So nach dem Motto, naja, komm, den einen haben wir jetzt mal verloren, dann gewinnen wir die nächsten fünf eben. Und das finde ich, das beeindruckt mich hier auch so ein bisschen. Ich bin hier ja immer noch mit dem Avatar, aber ihr könnt drauf gefasst sein, im nächsten Jahr werde ich mit dem Avatar wieder auf Reisen gehen, nämlich zu euch. Und auch da freue ich mich schon drauf, wieder viele, viele neue Leute kennenzulernen, viele Clans kennenzulernen und immer wieder schöne CK-Action hier vor allen Dingen zu sehen, mit euch, von euch. Je nachdem, ich werde das wahrscheinlich mit dem Avatar so ein bisschen machen, dass ich auch mal nicht mitspiele, aber trotzdem schöne CKs von euch zeige, denn das ist zeigenswert, das ist sehenswert. Und deswegen will ich so ein bisschen mein Channel-Motto, ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt scrollen soll. Unten sind ein paar Bowler, oben ist King und Queen. Ah, okay, kann ich jetzt so ein bisschen nach da gehen. Und deswegen freue ich mich da total drauf, dass ich mit dem Account wieder wandern gehe. Durch die Clans, also durch eure Meute hier. Ihr könnt das ruhig mal schreiben. Also auch, ich sehe das ja immer mal wieder, komm mal zu uns hier, wir machen hier CK und sind auch ganz gut und ihr müsst nicht gut sein, ihr müsst einfach nur eine tolle Truppe sein, aktiv. Mir ist nach wie vor eine aktive Truppe viel, viel lieber als ein Clan, der so ein bisschen so, wir machen hier zwar alles, gewinnen auch, aber tagsüber spielt sich überhaupt nichts ab. Das kann man mal haben, muss man aber nicht. Und bevor ich jetzt angreife, zeige ich auf jeden Fall den Angriff hier von Wolzig auf die Nummer 2. Also den hat er zu 3 erstmal geschafft. Wir müssen mal gucken. Ich halte euch in jedem Fall auf dem Laufenden, wie das Ding hier ausgegangen ist. Denn ich bin selber gleich gespannt, wenn ich aufs Tablet wechsle. Auch das kennt ihr von mir, von meinen letzten Folgen, nämlich von der Folge von gestern. Habt ihr ja mal gesehen, da war ja Handy, Tablet und PC mal so ein bisschen am Start. Also das geht natürlich auch so ein bisschen in die Richtung von anderen Streamern, denn auch im Laufe des Jahres habe ich hier ja viele, viele Leute kennengelernt, andere Streamer kennengelernt und man tauscht sich hier aus. Man ist ja teilweise jetzt sogar in den gleichen Clans, aber dazu am 31. ein bisschen mehr. Also da werde ich einfach mal so ein bisschen, nicht Tacheles reden, aber da werdet ihr sicherlich auch Sachen erfahren, die bisher so nicht ans Tageslicht gerückt sind. Klar, Statistiken, die könnt ihr überall von mir abrufen. Und wie stolz ich auch so ein bisschen auf diesen Kanal geworden bin. Und dieser Kanal hier ist ja nach wie vor ein Hobby für mich. Und dieses Hobby lebt nicht ohne euch. Dieses Hobby lebt einfach nicht ohne euch. So ist das nun mal. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen stolz auch auf meine kleine, aber feine Community. Klar schreibt da mal einer, Mensch, du hättest viel, viel mehr Likes verdient oder viel, viel mehr Abos. Ja, mag sein. Aber ich will mich ja hier nicht vergessen, will nicht abheben. Ich will ja mit euch sein. Und für euch da sein, mit euch das ganze Clash of Clans Leben hier zu erleben. Denn das macht viel, viel mehr Spaß, als dass ich hier immer so für mich sitze und sage, so, Clankrieg, hier sind die Angriffe und das ist gewesen. Sondern ich habe ja immer so ein bisschen, ich glaube, das merkt man auch, die Nähe zu euch gesucht, so gut wie es halt geht. Ich bin ja auch ein normaler Arbeitsmensch, das heißt also, ich stehe voll im Job. Und habe auch Familie, die mich ja auch ein bisschen fordert. Und ich mache einfach das, was für meinen Kanal geht. Mehr geht einfach nicht. Deswegen ist eine Video pro Tag, das ist manchmal sogar schon schwierig für mich. Und ich bin auch dann immer froh, wenn das Ding im Kasten ist, mit ein bisschen Musik dahinter. Welche auch immer, wer Musik will, also hören will, der soll in andere Channels ausweichen. Bei mir gibt es sie nur, wenn ich mal so eine Sprachpause mache, so wie ich sie jetzt gerade gemacht habe. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass immer noch so viele mir die Stange hier halten. Und wenn meine Videos hier eine ganz nette View-Anzahl haben, dann ist das immer für mich so, wenn ich abends mal gucke, so einen ersten Tag nach meinen Videos, Mann, 300 Views, Hammer. Hammerteil. Und Hammer Angriff hier, schön gemacht vom Wolzlik. Eigentlich ist er in TW1, aber jetzt hat er sich so ein bisschen hier in TW2 festgebissen und er ist ja unser einziger Elfer hier.
Mal sehen, ob er weg will. Ich will auf jeden Fall jetzt aufs Tablet wechseln. Ihr seht hier meine Armee. Das ist meine Armee hier. Mit der werde ich gleich die Nummer 3 angreifen. Und es ist ein RH10er, aber es ist ein RH10er ohne Infernus. Aber ich habe erstmal oben nichts anderes. Ich will erstmal diese Base hier down bringen. Ich denke mal, ohne zu übertreiben, dass ich hoffe, dass ich es schaffe. Mal sehen, wie ich es schaffe. Und ich springe jetzt mal aufs Tablet rüber. Dann seht ihr leider gleich wieder die rechts und links die schwarzen Balken. Aber ich weiß, dass meine Zuschauer stört das überhaupt nicht. Die wollen hier Action sehen. Und deswegen mache ich einen kurzen, ich mache hier immer diese Schnippfinger, einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns hier bei dem Live-Angriff auf diese Base ganz sicher mit diesem Account wieder. Okay, auf meinem Tablet hier jetzt mit dem RH10-Account, ganz, ganz witzig in der Zwischenzeit. Man glaubt es kaum, der Barfuß hier hat gedefft. Ein Stern, naja, okay. Ich will ja jetzt den letzten Angriff des Jahres machen. Oh, den hat schon einer gemacht, der Knockout. Okay, 72%, das können wir toppen. Knockout ist ein gerade so mal frischer RH9er oder machen wir erst den Vierer? Aber ich glaube, wir machen den Vierer erstmal. Oh, machen wir den Vierer. Nein, wir machen erstmal den Dreier. Ich mache erstmal den Dreier. Mal sehen. Ich denke mal, den kann ich einfach ein bisschen einfacher 3 Stern. Gucken wir mal den Vierer. Kann sich noch jemand anders vornehmen? Jetzt muss ich taktisch doch mal gucken. Ah, der Jonas hat auch noch seine beiden Angriffe hier und ist auch ein Rathaus 9 mit relativ starken Helden. Müssen wir mal gucken, ob der Jonas auf die 4 und 5 ein bisschen mehr reißt. Ja, gucken wir mal. Wir gucken einfach mal. Ich wollte mir ja trotzdem die 3 vornehmen, die mache ich jetzt auch. Und ihr seht das hier, ich werde in jedem Fall gegen diese Lager hier erstmal kämpfen müssen. Und schauen wir mal, ja, ich gucke einfach mal rein, wie mir das gelingt. Ich habe hier, ich brauche keinen Max Golem hier, also ich bin ja immer sehr, sehr unkompliziert. Max Golems werden immer überbewertet, hätte ich mal fast gesagt. Und deswegen attacken wir hier einfach mal rein mit meiner Armee hier, Bowler und ein paar Bogenschützen, hätte ich mal so fast gesagt. Oh, da ist schon ein Minenwerfer, der da schießt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, das ist nicht so schlimm. Dann räumen wir hier schon mal so ein bisschen mit unseren Bowlern auf, mit den Heilern jeweils. So, die lassen wir jetzt aber erstmal ein bisschen laufen, bevor ich jetzt gleich meine Restmeute hier reinschicke. Und jetzt muss man mal gucken. Da läuft ein bisschen was. Okay, die sind schon mal dort. Dann nehmen wir jetzt hier unsere Riesen rein. So ein paar Bowler noch hinterher. Ich habe hier noch einen Heiler. Queen hier mit rein. Und dann, ich hoffe einfach mal, dass meine Mauerbrecher jetzt durchkommen. Wenn meine Mauerbrecher hier nicht durchkommen, doch sie kommen hier durch, dann hätte ich ein bisschen verloren, muss ich sagen, an der Stelle. Das ist aber nicht so schlimm. Und so. So lassen wir das jetzt erstmal. Jetzt müssen die hier durchgehen. Ich habe noch 3 Wut und auch ein Heilzauber ist auch nicht schlecht. Ich denke mal, das ist von der Truppen- und Heilkonstellation ganz gut. Den Heil hauen wir hier jetzt mal rein. Den King erwischt es dann leider nicht mehr in dem Heilzauber. Aber in dem Heilzauber sind relativ viele Bowler noch mit drin. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich die denn nehme. So. Ich muss auf jeden Fall an die Ecken denken hier. Zack. Und da hinten brauchen wir die gleich noch. Okay. Da hinten brauchen wir die gleich noch. Und ich würde sagen, wir nehmen hier trotzdem nochmal den Wut. Da ist jetzt zwar nichts mehr so wirklich in Wut, aber die Queen kommt nochmal richtig in Rage jetzt. Wir haben hier hinten noch ein paar Bowler. Dann nehmen wir hier noch einen für das Lager. Und auch hier ein für das Lager. Ja, so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Und ich denke mal, das werden, ich hätte fast gesagt, ja, das wären 3 Sterne. Auch wenn hier jetzt der Golem geheilt wird, der tankt natürlich jetzt den Bogenschützenturm. Ist letztendlich mal wieder ein Zeitproblem. Mal wieder ein kleines Zeitproblem. Mal gucken, aber ich habe ja noch relativ viel Cleanup hier für die Base hier. Und das musste auf jeden Fall ein 3-Sterner nach dem 2-Sterner sein. Das ist es auch gewesen. Das ist der letzte CK-Kampf in diesem Jahr aus einer Familie True Warriors, aus dem Clan True Warriors 2 hier. Und ja, ich muss mal gucken, wo ich jetzt meinen zweiten einplane. Also der Stern war mir jetzt schon mal wichtig. Mal sehen, wie Jonas hier angreift. Mal sehen, wie ich hier weitermache. Das werdet ihr
Na, mal gucken, ob ihr es noch kennenlernen werdet. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch heute Abend in den Stream sehe. Ich hoffe, wir sehen uns in jedem Fall hier in dem Stream. Ich baue die Truppe mal nach. Und würde mich dann bis heute Abend, vermutlich bis ins nächste Jahr, zumindest mit Clankriegen hier von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge ja hat euch trotzdem gefallen. Also letzter CK im Jahr. Und bis dahin, euer Toto. Sehr schön.